Eben gucken, mit welchem Projekt das war. Ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher. Warte. Das im Jahr, also ich kann auch sagen, weil welches Jahr das war letztes Jahr. Und das erste Projekt, was ich mir angeguckt habe, war, glaube ich, wirklich. Was ich mir voll angeguckt habe, war Mafia 1. Dann hat er den Mafia gemacht, warte mal. Part 1. Ja, das kann so hinkommen. Also mit Mafia 1 so im November letzten Jahres, vielleicht ein bisschen früher schon. Bei Paper Mario habe ich mal zwischendurch bei ihm reingeguckt und bei Half-Life. Und habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich ganz witzig. Und ich dachte, ja, das machen nicht viele. Ja. Und bis ich irgendwann erfahren habe, das machen richtig viele. Das war vielleicht ja nicht mehr so cool. Aber ja, ich bin gedacht, mach ich's mal selber. Ich bin beim ersten Kanal angefangen. Ich glaube, da hatte ich gerade dann 60, 70 Abonnenten. Da habe ich den geschlossen. Warum? Weil ich viel Content drauf hatte, wegen damals auf Fußballmanager 2010. Da konnte ich auch schon über 15 Minuten hochladen und alles. Und dann wegen Fußballmanager irgendwann alles weggenommen. Und ja, habe ich irgendwann den Kanal hier aufgemacht, den ich jetzt habe. Und ja, so bin ich eigentlich zu Let's Play gekommen. Und du? Das ist ein bisschen komisch. Ich habe damals Booksy TV, weiß nicht, ob du so kennst, so Leute, die Comedy machen damals, abonniert. Und dann gibt es ja so eine Promote-Box. Ja, bei mir heißt es Super-Duppel-Box. Genau, und da wird man dann ja dazu aufgefordert, mit zu abonnieren oder so. Und ich habe damals einfach noch gar keine Ahnung gehabt und habe dann aus Versehen ein paar Leute mit abonniert. Unter denen sich dann auch ein gewisser Herr Free Gamer, ein Let's Player, der relativ bekannt ist, 10.000 Abonnenten hat er, befand. Und dann habe ich irgendwie mal auf einmal da so gesehen, war da erstmal dieses Video in meiner Abo-Box und ich so erstmal, hä, was denn das? Guck's mir an. Sehe so Let's Play, okay. Fand ich sehr lustig damals. Hat am Tag ein Part hochgeladen, das fand ich echt geil. Hab das immer angeschaut, das war damals Super Mario World oder so, oder SMW Hack. Was eigentlich jeder Let's Played hat, ja. Ich nicht. Ja, ich hab mal angefangen. Und ja, und dann habe ich halt so, fand ich's wirklich interessant und hab dann irgendwann als zweiten dann irgendwann, weil ich davon viel gehört habe, GLP abonniert. Ja, huldig. Schande über mich, Schande über mein Haus. Ich habe ihn auch schon wieder abonniert. So, weiter geht's. Machst noch. Machst du aus? Hallo Noob, Mann. Ich kaufe mir jetzt mal eben einen Blattstein, um mein... Obwohl, du warst ja nicht fertig mit deiner Geschichte. Achso, mit meiner Geschichte. Ja, dann habe ich immer mehr Let's Play halt abonniert, immer mehr bekommen, immer mehr so gesehen. Und irgendwann... Wen denn alles? Wen habe ich damals alles abonniert? Warte mal ganz kurz, was soll ich holen? Wasserstein oder Blattstein? Danach erzähle ich weiter. Was du haben willst für Pokémon? Ich weiß gar nicht, was jetzt am Blattstein, besten... Blattstein, da brauchst du eigentlich nicht, weil Blattstein, damit kannst du kein Evoli entwickeln. Ah, stimmt, ja. Ja, gut. Damit kannst du nur... dieser Samen entwickeln. Ja, ja. Und dann, ja, wen alles... Wie gesagt, halt den GLP damals. Damals auch noch nicht so geldgeil, damals hat er, glaube ich... Damals hat er auch noch German Let's Play geheißt oder was auch immer. Und hat... Hatte gerade mal so, glaube ich... 10.000 Abonnenten oder so. Und ich weiß nicht, wie viel der jetzt hat. Wie hat denn der jetzt? Um die 40.000. Er hat schon viel. Dann auch immer natürlich Gronkh. Ist ja klar. Ja, Gronkh. Wobei ich sagen muss, Gronkh. Ich habe ein Minecraft-Part von ihm gesehen. Und sonst nur Sims. Also, er wurde ja durch Minecraft berühmt. Ich finde sogar seine Sims Let's. Boah, warte mal. Sein Sims Let's Play ist besser als sein Minecraft Let's Play. Ich finde sein Sims LP auch sehr geil. Aber gut. Was wie mit dem Darklo mit dem und wer noch? Puh, dann habe ich glaube ich irgendwann, habe ich den noch abonniert. Ja, dann habe ich irgendwann, ich glaube. Wali kam erst später, habe ich schon angefangen. Also warte mal eben. So, machen wir weiter in der Geschichte. Du Noob. Ja, ich bin ein Noob. Und was habe ich noch erzählt? Ja,
bis ich Valia abonniert habe, da war ich ja schon lange als Player. Also ja, okay. Den habe ich noch vor meiner LP-Zeit abonniert. Es waren nicht so viele, glaube ich. Damals Freak Gamer, wie gesagt, GLP. Ich überlege mal kurz. Gronkh. Okay, Gronkh hatte ich noch. Und sonst. Ich bin schon fast der Meinung, dass er das war. Also, wenn ich am Anfang alles abonniert hatte, weil wenn ich Ali abonniere, dann ist die ganze Bande mit mir abonniert worden. Heißt Funk Royal. Mit abonniert. Ich weiß nicht, ob der Funk Royal was sagt. Nee, leider nicht. Also. Ist ein guter Let's Player, der nur durch mich mittlerweile aufgehört oder Pause macht oder nur nebenbei was macht. Funk Royal halt, Ali, hier, wie war sein Name? Scheiße. Wie hieß er noch? Hallowed? Also, okay. Manche sagen zu ihm Hallowed, aber ich bin Hallowed. Ich glaube, das ist auch richtig ausgesprochen mit Hallowed. Den er noch. Wer habe ich denn noch da alles abonniert? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war es auch schon im Großen und Ganzen. So, German Let's Play hat mich damals interessiert. Gronkh kam auch erst spät. Gronkh ist ja auch noch gar nicht so lange LP, ja. Von daher. Ja, es waren damals, wen hatte ich. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dann habe ich irgendwann so gesagt, okay. Ja, und Paddy hatte ich. Habe ich immer noch. Okay, ich will Let's Playen. Ich habe Bock da drauf. Ja, hat dann eigentlich noch. Dann habe ich den Channel eröffnet. Eigentlich wollte ich das mit dem Kumpel mal zusammen machen. Das sind ja auch die PC-Aufschrauber bestimmt. Genau, deswegen. Das ist halt so die Story dahinter, warum die PC-Aufschrauber. Mhm. Es war eigentlich geplant, halt mit dem Kumpel das zu machen. Was dann aber nicht funktioniert hat, weil er irgendwie keinen Bock drauf hatte. Wir hätten auch erst schon gemeinsame LPs gemacht. Zusammen bei ihm was aufgenommen, weil mein PC damals einfach zu schlecht war. Okay. Um was aufzunehmen. Allerdings habe ich dann mir irgendwann gesagt: Gut, dann suche ich mir ein Spiel, was wenig zieht. Dieses hieß dann damals Avatar. Und dann am 2. März. Wie ich es machen muss. Und dann damals halt am 2. März habe ich dann mein erstes LP dann hochgeladen. Mhm. Mein richtiges. Okay. Hast du auch mal die Idee, so nochmal einen zweiten Account zu machen? Also was heißt zweiten Account? Den Account zu löschen? Oder nach einer Woche zu löschen und halt eine Woche vorher schon mit einem neuen LP-Account zu machen, wie zum Beispiel der Leon LP heißt oder so? Weil die PC-Aufschrauber. Ja, scheiß Name, ist schon irgendwie klar, aber irgendwo habe ich dann mir gesagt, habe ich nicht wirklich Bock, alles zu ändern jetzt. Und jetzt wird es auf jeden Fall auch erstmal nicht geändert. Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem einen Leon LP-Kanal machen, da ich Angst habe, dass mein Kanal gesperrt wird. Hat es schon so viel Content? Nee, aber das kann immer passieren. YouTube kann immer mal, besonders wenn es jetzt so buggt. Meine Eltern stressen schon wieder. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? So, jetzt mal weiter. Ja, und so ist das damals alles gekommen, sag ich mal. Schon ein bisschen komisch. So, jetzt würde ich eigentlich erstmal meinen Aquana, das haben wir ja völlig, ich habe einfach nebenbei weiter gespielt und jetzt mal schauen, dass ich meinen Aquana hier ein bisschen trainiere. Und dass es ein paar bessere Attacken kriegt. Ich habe aber vielleicht noch ein paar gute Attacken in der Hinterhand, in der VMT-M-Box. Muss ich jetzt mal schauen. Schaufler kann es glaube ich nicht erlernen. Doch. Ja, und zwar nehmen wir ruhig mal rechte Hand weg. Ja, und nein. Was kannst du denn noch lernen? Kugelsaat. Aeroass ist eine geile Attacke. Aber die wieder bestimmt. Aquavelle kann es 100 Pro lernen. Und zwar für Heuler. Und dann. Geheimpower bestimmt. Ja. Für Sandwirbel. So, hat es wenigstens mal ein paar gute Attacken, dann trainieren wir es mal eben auf Level. Na, machen wir ruhig auf Level 32. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber Aquavelle ist eine schöne Attacke. Machen wir ruhig mal Schaufler hier. Schnell vergraben und dann wieder auftauchen. Geheimpower fand ich immer lustig. Manchmal stark, manchmal schwach.
Ja, ich guck den mal Fernsehen, also ich rede grad nicht so viel. Merk ich schon. Ja. Was läuft denn? Dart, Mann, Dart. Oh nee, ich mag kein Dart, ey. Ist mir irgendwie zu langweilig. Ich spiele zu Hause immer gerne Dart mit Kumpels und so. Ich hab überlegt, in so Dart-Liga zu gehen. Aber da ich bis jetzt nur E-Dart gespielt habe, müsste ich mich jetzt umgewöhnen an normales Dart. Und. Ja, mit Elektroscheibe ja. Spielt das immer hier, wir haben eine. Ja, ja, E-Dart halt. Ich hab, glaube ich, 6 oder 7 Dartscheiben hier rumstehen. Okay. Guckt Wally auch Dart oder was? Weiß nicht, was Wally guckt. Okay, wenn ich das jetzt auf Level 27 habe, werde ich auch erstmal wieder die Aufnahme pausieren. Haben wir erstmal ein bisschen was wieder. Ich habe auch lange keine Lust mehr. Und da ich eben 23 Uhr ausmachen muss, weil meine Mutter meint, oder meine Eltern meinen, das ist nicht gut. Du gehst mein Vater morgen wieder arbeiten, ne? Ja, bist du dann wirklich off? Oder machst du wieder deinen Trick? Zwinker. Den Trick. Habe ich schon angewendet, aber sie haben es gemerkt und meinen jetzt, die wollen ihre Steckdose wieder her. Und deswegen kann ich das leider nicht machen. Nein. Dann schick Wally mal nachher schnell den, ne? Server, oder ja. Schick mir ihn gleich, dann erklärst du mir schnell, wie ich ihn was drücken muss. Das geht ja bestimmt schnell. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier endlich mal das Ding auf Level 27 kriegen würde. In der nächsten Aufnahme könnt ihr euch drauf freuen, wird es nochmal 3 oder 4 Level oder so dauern. Bis ich zufrieden bin. Ja, danke schön, Level 27. Schnell nochmal zurück ins Pokécenter. Oh, komm, hier machen wir auch nochmal. Nehmen wir auch nochmal mit das Mauzi. Oh, solange kriege ich Schmerzen, weil ich diese ganzen Tasten drücke. Oh, das nervt mit diesem verzerrten Bild. Gut, dann werde ich dann aber, wenn du ihn mir schickst, dann werde ich einfach immer den Server laufen lassen. Nein, nicht so, sondern hier. Sichern. Genau. Jetzt nochmal hier sichern. Achso, kann ich erstmal Tschüss sagen. Ich sag tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.